Oh, es ist noch viel zu früh. Egal, ein herzliches Guten Morgen aus Tokio. Ja, worüber will ich heute mit euch reden? Und zwar über das Thema Frau sein in Japan. Worauf werde ich da genau eingehen? Ich habe mir gedacht, ich werde euch ein bisschen so über den BH-Kauf in Japan aufklären, die Periode und unter anderem auch die Verhütung. Und so ein bisschen, ja, sagen wir es mal so, also alles werden so meine eigenen Erfahrungen und Impressionen sein. Und ja, wenn ihr auch mal irgendetwas so derartiges erlebt habt oder auch zu berichten habt, gerne in die Kommentare damit. Erstes Thema, BHs kaufen, wow. Also was gibt es da zu sagen? An allererster Stelle, oh mein Gott, ich habe noch niemals so bequeme BHs wie in Japan getragen. Oh mein Gott. Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe nicht sonderlich viel. Und die Standard-Japanerin in der Regel eigentlich auch nicht. Sprich, ich bin also dementsprechend im Paradies und finde alle möglichen wunderschönen BHs in meiner Größe. Das ist richtig klasse. Was mir auch aufgefallen ist, die Angestellten dort sind wahnsinnig hilfsbereit. Wenn du einen BH anprobierst, wird quasi stets angeboten, also so war es bei mir halt bisher immer so, dass halt eine Angestellte kommt mit einem Maßband und sogar noch anbietet, ja, den BH zu überprüfen, ob er auch wirklich sitzt oder auch nicht. Ich meine, klar, das gibt es in Deutschland auch, aber sagen wir es mal so, bei einem H&M oder C&A passiert das eigentlich nicht so in der Regel. Und ich habe jetzt zum Beispiel einmal welche in Harajuku gekauft, das war jetzt auch kein Mega-Bonzen-Laden. Aber die Leute sind trotzdem gekommen und haben halt ihre Hilfe angeboten. Es gibt bequeme BHs, also ich trage zum Beispiel auch gerade einen eher chilligen, aber sehr viele sind halt sehr auf niedlich designt. Und was mir auch aufgefallen ist, das kann ich bei einem mal zeigen, sie sind halt immer sehr auf Push-Up konzipiert. Das ist bei sehr vielen der Fall. Klar, man hat nicht viel, also will man natürlich auch ein bisschen, ne, schieben, was geht, wenn was zu schieben ist. Und sehr viele haben halt auch Taschen innen drin, dass man halt noch mehr Einlagen reinmachen kann, damit man noch größere Boobies hat. Gut, das mache ich jetzt nicht, aber es gibt halt auch sehr viele BHs in der Richtung. Selbstverständlich gibt es auch für besser bestückte Frauen BHs. Das ist natürlich nicht das Problem. Aber ich muss sagen, ich habe eher für kleinere Körbchengrößen BHs gesehen. Yes, endlich! So, nun kommen wir zu einem wahnsinnig blutigen Thema, was jedes Mädchen einmal im Monat erfreut, Jungs einmal weghören, und zwar Binden und OBs. Ja, ja, die Periode zu haben in Japan sieht folgendermaßen aus. Dazu sei zuallererst gesagt, wenn ihr OBs bevorzugt, dann muss ich euch leider enttäuschen. Es gibt OBs, allerdings sind sie nicht so gängig in Japan und meistens gibt es diese, also ich habe es halt nur gehört, ich bin halt eher eine Binden-Lady, gibt es die in Japan mit so Einführhilfen. Ich habe keine Ahnung, irgendwie haben, glaube ich, die Japanerinnen Angst, sich selber anzufassen da unten während ihrer Periode. Also hat man immer so ein kleines Stäbchen dabei, womit man halt den OB besser einführen kann. Allerdings ist es nicht so gängig, OBs zu finden, selbst in Kombinis oder in Supermärkten wie Donki oder sonst wo. Ich kann es euch mal zeigen in einem Video. Ich habe ein bisschen gefilmt. Was mir bei Binden allgemein aufgefallen ist, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Größen. Es gibt Slip-Einlagen in verschiedenen Größen, aber Binden gibt es auch wirklich in mega-large-Form. Also es ist wirklich teilweise so, als wäre man eine Inkontinentia oder so. Es ist, ja, es gibt alle möglichen, ja, Liegen, sag ich mal. An Slip-Einlagen benutze ich die eigentlich immer. Die sind ganz gut und kommen auch gut an Deutsche ran. Hier gibt es auch verschiedene Größen und Dicken. Die, sagt man Dicken? Egal, ich lasse das jetzt so. Ja, findet man eigentlich so gut wie in jedem Supermarkt oder Kombini. Also
Ja, das sind so die gängigen Slip-Einlagen. Ich nehme immer die Größe, die Länge 14 cm, die ist eigentlich ja ausreichend. Aber klar, man muss sich auch immer so ein bisschen durchprobieren. Mir ist es zum Beispiel auch anfangs passiert, dass ich aus Versehen, ich wollte Slip-Einlagen kaufen, habe aber dann Binden gekauft. Das, ja, in der Anfangsphase kann das mal passieren. Aber so langsam habe ich den Dreh raus und habe so meine Standardprodukte, die ich kaufe. Und ja, so sehen die aus. Ich merke es mir eigentlich immer, dass hier unten in der Ecke ein Relakuma unten drauf ist mit Kätzchenklamotte. Und ja, die sind eigentlich ganz gut. An Binden benutze ich die hier. Die sind eigentlich ja schon wie normale Always-Binden oder so. Also die, von der Dicke her. Die sind echt in Ordnung. Ganz wichtig hier sind die 50cc und 23 cm. Denn wie ihr seht an der Skala, es geht auch länger. Es ist eigentlich unnötig. Also braucht man eigentlich nicht, aber ja klar, natürlich jeder blutet anders, aber die sind eigentlich vom Produkt her eigentlich ziemlich normal und gute Binden. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, achtet auf das 50cc und so sehen sie aus mit einem Fahrrad unten, keine Ahnung warum. Ja, und die sind eigentlich ganz cool. So sehen sie aus, wenn man sie auspackt. Mit kleinen süßen Blüten drauf und ja, ihr habt es eigentlich immer in der Regel, dass die gefaltet sind, weil ja, kompakt und überhaupt, und die Japaner müssen ja alles immer, ne, zusammenpacken und falten und überhaupt. Das gleiche gilt auch für die Slip-Einlagen, die findet ihr auch nicht in gerade ausgefalteter Form, sondern auch ja, mit Relakuma drauf, auch gefaltet. Was wahnsinnig praktisch ist, falls ihr doch irgendwie eine andere Größe bevorzugt. Bei mir zum Beispiel im Supermarkt haben sie so Binden-Samples an die Regale gehängt. Das ist ziemlich praktisch, das hat mir vor allem wahnsinnig viel geholfen, weil, sagen wir so, ich bin ein Mensch, ich kann mit so Zentimeterangaben manchmal nicht so viel anfangen. Ich habe es gerne optisch vor mir, das ist schon wahnsinnig hilfreich, weil ich kann dann nicht sagen, ja toll, was ist denn jetzt besser, ob jetzt 25 cm oder 30, was zum... Ich würde es gerne sehen. Deswegen haben sie da auch immer sehr gut die, ja, die Samples hängen, was echt wahnsinnig hilfreich ist. Ich kann es nur empfehlen, da mal dann, also wenn man unsicher ist, dann eher in solchen Supermärkten zu schauen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein wenig helfen. Dann auch ein Thema. Ja, es ist ja irgendwo intim, aber es gehört ja doch irgendwie dazu, und zwar die Verhütung in Japan. Bei mir ist es jetzt so, ich habe mir die Pille aus Deutschland immer schicken lassen, jetzt ein Jahr lang, das war auch okay, aber irgendwann sagt halt der deutsche Frauenarzt, nee, ich hätte gerne die Krankenkassenkarte oder ich würde auch mal gerne reinschauen, ne? Ihr wisst schon. Das ist aber nicht immer möglich und deswegen... ich glaube, ich habe das auch irgendwo bei Twitter bei einer anderen gelesen, die das gleiche Problem hatte, die ein Jahr lang die Pille von Deutschland aus bekommen konnte, aber danach wurde halt ja, der Hahn zugedreht. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich habe schon von Leuten gehört, die ja, die bestellen ihre Pille übers Internet, auch aus irgendeinem anderen asiatischen Raum halt. Das geht. Und sehr viele nehmen auch die Spirale. Da muss man aber schauen, wie das abgedeckt ist mit Versicherung und überhaupt. Und ja, es gibt ja auch immer eine, es gibt ja auch diesen Unterschied zwischen hormoneller Spirale und nicht hormoneller. Und ja, da muss man halt, da sollte man sich halt beim Frauenarzt direkt erkundigen. Mit der Pille selbst ist halt das Problem. Die ist leider nicht ganz günstig in Japan. Man merkt hier ganz besonders immer wieder von Japan aus dieses, ja, wir wollen mehr Kinder, kriegt mehr Kinder. Das hören die Japaner nicht gerne, aber man kriegt es irgendwie zu spüren. Also ich habe es irgendwie gemerkt, als ich mir auch so die ganzen Preise angeschaut habe. Beispielsweise für 6 Monate in Deutschland habe ich, glaube ich, 50 Euro ungefähr für meine ja, Pillenpackung bezahlt, und
In Japan bezahlst du gerne mal schon an die 5000 bis 6000 Yen für einen Blister für einen Monat. Natürlich, es gibt verschiedene Marken, verschiedene Hersteller. Es gibt natürlich auch schon welche für 3000 Yen auch schon zu erwerben, aber ja, die soll ja auch was bringen, ne? Ja, es ist nicht leicht, ich habe es echt gemerkt. Natürlich, sowas wie Kondome gehen natürlich immer, die sind halt ja, überall zu kriegen. Aber so für die Frau selbst als Verhütung habe ich echt gemerkt, es ist nicht so einfach. Natürlich, man kann das Geld ausgeben für die Pille, aber ich denke mir irgendwo, das ist echt viel Geld. Das ist echt, echt blöd. Ja gut, bei mir kommt halt dazu, ich habe echt überlegen müssen, weil ich wirklich gemerkt habe, dass die Krämpfe durch die Pille auch wirklich besser wurden. Es gibt ja Leute, die haben wirklich sehr starke Probleme und wirklich sehr starke Krämpfe und die werden ja durch die Pillenannahme ja ein bisschen gelindert. Ja, da muss man wirklich gucken. Es ist nicht simpel. Aber als ich diese Pillenpreise hier herausgefunden habe, da ist mir auch wirklich schon ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Ja, jetzt habe ich meinen letzten Blister und überlege auch halt ein bisschen, was ich mache. Ja, so ist das. Falls ihr selbst irgendwelche Erfahrungen habt oder Tipps oder Tricks oder was auch immer, könnt ihr es auch immer gerne in die Kommentare schreiben. Dann ein anderes kleines Thema. Es ist eigentlich kein richtiges Thema, aber es fällt mir nur so ein. Frau sein in Japan macht wahnsinnig viel Spaß. Das habe ich echt gemerkt. Also es ist ganz anders als in Deutschland. In Deutschland, ich weiß nicht, man wird komisch angeguckt, wenn man sich süß kleidet oder sonstiges. Das ist hier einfach komplett anders. Es wird unterstützt, es macht einfach so viel Spaß, diesen ganzen Kram einfach auch zu kaufen und anprobieren und überhaupt damit rumzulaufen. Es ist einfach klar, von süß bis elegant, es gibt alles. Was ich auch sehr krass finde und auch mal von Japanern höre, die auch nach Deutschland gehen, ist auch die Tatsache, dass in Deutschland auch sehr viele Mädels Jeans tragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier sehe ich so gut eigentlich wie keine Mädels ja, eine Jeans anziehen oder damit draußen rumlaufen. Das ist echt selten. Es ist klar, es gibt welche ab und an, aber es sind nicht viele. Die meisten tragen wirklich Röcke oder Kleidchen. Es gibt aber auch so Schönes. Also die Mode hier ist einfach, also es ist der Hammer. Es ist so, oh, es ist toll, es ist herrlich. Stimmt, da fällt mir auch was ein. Das wäre auch vielleicht ganz interessant zu wissen, weil das wurde ich auch letztens auf Twitter gefragt, wie es mit Klamotten aussieht. Also in Läden wie zum Beispiel Forever 21 oder H&M, die gibt es hier auch. Da findet ihr Größen in den, da findet ihr Kleider in den Größen S, M, L, genau wie jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland. Geht ihr aber zum Beispiel in das Ichimaru-Kyu, in dieses große Gebäude in Shibuya, das Einkaufsgebäude für Mädels, beispielsweise, da findet ihr Klamotten in One Size, also es ist wirklich immer nur eine Konfektionsgröße. Da müsst ihr halt schauen, wie ihr reinpasst. Also ich habe persönlich überhaupt gar keine Probleme, ich feiere die japanische Mode, dass die so gut sitzt, das ist echt toll. Weil ich habe schon teilweise gehört, dass einige Mädels Probleme haben mit zum Beispiel der Oberweite, dann ist es zu eng. God bless, danke, dass es bei mir nicht so ist. Oder halt, dass es an der Taille auch etwas enger sitzt. Man muss schauen. Also es ist immer eigentlich in der Regel one size, aber die Klamotten sind ja verschieden. Es gibt ja unterschiedliche Klamottentypen und die sind halt auch dementsprechend anders geschnitten. Wenn man zum Beispiel etwas Weiteres kaufen möchte, auch an Kleidern, das denke ich würde auch schon gehen. Aber ansonsten, wenn man beispielsweise etwas korpulenter ist, würde ich dann doch eher so, ja, wie zum Beispiel H&M oder Forever 21 empfehlen, da die halt auch L- oder XL-Größen haben. Genau. So, das war's mit meinem Viber-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte ein wenig helfen. Ja, ich habe lange kein Quatschvideo mehr gemacht, fällt mir ein. Ich war so viel unterwegs jetzt in letzter Zeit und sorry, es war Hanami, da musste ich ganz viele Kirschblüten filmen. Das war sehr essentiell und sehr wichtig. Ja. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bei Kommentaren immer gerne in die Kommentarsektion und ja, bis zum nächsten Video.